Hallihallo Leute und willkommen zu einem weiteren Teil der Serie Kaiba klärt auf. Ja, in Kaiba klärt auf schauen wir uns Karten an, wir schauen uns Rulings an, wir schauen uns ganz grundsätzlich Spielsituationen an, die ja ein bisschen Fragen aufwerfen. In der heutigen Folge geht es wieder ums Thema: Wieso ist diese Karte verboten? Wir haben das im letzten Video schon gemacht mit dem Chaos Imperator Drachen. Dieses Mal kommt die nächste Karte auf der Bannedlist dran, die wir uns anschauen. Wir werden mal schauen, was kann die Karte, wieso ist sie verboten worden, wann ist sie verboten worden und könnte man sie wieder erlauben? Ist es überhaupt nötig, sie weiterhin zu verbieten? Wie im letzten Video schon angekündigt, geht es dieses Mal um ein relativ altes Monster wieder, und zwar Cyberdose. Ein kleines Monster im Vergleich zum letzten. Für die, die es nicht kennen, wir schauen uns jetzt gleich gemeinsam an. Die Cyberdose ist ein, man könnte meinen Maschinenmonster, ist aber falsch, es ist ein Filzmonster mit 900 Angriffs- und Verteidigungspunkten, 3 Sternen und einem coolen Flip-Effekt. Und zwar, wenn sie geflippt wird, zerstört sie alle Monster auf dem Spielfeld, dann zeigen beide Spieler die obersten 5 Karten ihres Decks vor und beschwören dann alle Monster, die vorgezeigt wurden und Stufe 4 oder niedriger haben. Die kommen als Spezialbeschwörung in die offene Angriffsposition oder die verdeckte Verteidigungsposition. Dann, alle anderen Karten kommen auf die Hand und da haben wir schon das Problem. Jetzt zerstört ihr erstmal das ganze Feld, also ihr habt quasi ein Darkhole, könnte man sagen. Dann zieht ihr noch quasi 5 Karten, ist sowas wie ein Pot of Greed auf Ecstasy. Dann haben wir noch die Möglichkeit, alle Stufe 4 Monster aus der Hand zu specialen. Ja. Und der Rest bleibt auf unserer Hand. Also wir haben die Karten nicht verloren. Ja. Bevor wir weiter über den Effekt diskutieren, schauen wir uns zuerst noch ein paar kleine Hintergrundinfos an zur Cyberdose. Wie gesagt, es ist eine relativ alte Karte. Stammt aus Spell Ruler, das ist eines der ersten Sets. Ich glaube, das dritte Set, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Legend of Blue Eyes, dann MRD Spell. Es ist auf jeden Fall eines der wirklich alten Sets. September 2002 kam die raus und wurde dann auch wirklich praktisch jeden Deck gespielt. Lag dann lange Zeit auf der Liste als limitierte Karte. Und im März 2006, also 4 Jahre nach dem Erscheinen der Cyberdose, hat es dann mal gereicht, um sie zu verbieten. Seit da ist sie auf der Verbotsliste und kam auch nicht mehr zurück. Ja, ihr habt den Effekt gesehen. Jetzt zerstört das ganze Feld. Also wie gesagt, quasi ein Darkhole. Ihr zieht dann 5 Karten. Das ist an sich schon sehr, sehr gut. Plus, ihr dürft noch jedes Monster, das ihr dadurch zieht und das Stufe 4 hat, specialen. Ihr entscheidet, in welcher Position sie kommen, also Angriff oder Verteidigung. Und ja, wo liegt das große Problem? Wir haben mittlerweile Synchros, also wir haben einen riesen Vorteil, wenn wir einfach so Monster rausschmeißen können. Die können wir dann synchronisieren und ein riesen Feld aufbauen. Klar, es ist ein bisschen glückabhängig, das ist sicher ein negativer Punkt des der Cyberdose. Es ist aber schon so, wenn man viele, viele Monster spielt und ich sage jetzt mal so ab 20 ist die Chance doch relativ groß, dass man 2 aufs Feld kriegt mit dem Cyberdosen-Effekt. Zweiter Punkt, 5 Karten ziehen ist verdammt viel, das ist ein Achtel des ganzen Decks. Auch wenn man keine Monster zieht, hat man 5 neue Karten gezogen und ja, das allein ist schon sehr, sehr stark. Plus, wir haben mittlerweile auch Xyz-Monster. Und ihr wisst selbst, 2, 3 Monster auf dem Feld haben, die die gleiche Stufe besitzen. Das ist ein verdammt guter Effekt. Stellt euch das mal in einem Burning Abyss-Deck zum Beispiel vor. Ihr flippt Cyberkrug, deckt die obersten 5 Karten auf. Da sind 2, 3 Burning Abyss-Monster dabei, vielleicht noch ein Firelake. Die Abyss-Monster kommen aufs Feld, ihr könnt noch Dante draus machen, könnt noch wieder Karten millen. Möglichkeiten ohne Ende.
Man muss der Karte aber auch zugutehalten, dass sie doch relativ ausgeglichen ist mittlerweile. Denn als Flip-Effekt-Monster ist sie halt einfach tendenziell sehr, sehr langsam. Heißt, man kann sie zerstören mit vielen verschiedenen Karten. Raigeki ist momentan Thema. Darkhold ist im Umlauf. Ist also nicht mehr so ein Problem. Das Spiel ist viel, viel schneller geworden. Trotzdem kann die Karte hier sehr, sehr lästig werden und der Effekt ist einfach sehr, sehr stark für das, dass es keine Kosten gibt. Man verliert keine Karten, man kann Karten nachziehen, man kann Monster specialen. Und aus dem Grund hat man dann mal gesagt, gut, Cyberdose, tut mir leid, du wirst jetzt verboten. Die abschließende Frage, die wir uns immer stellen, ist das gerechtfertigt? Damals war es das definitiv. Das Spiel war noch nicht so schnell, es gab keine Synchros, es gab keine Xyz-Monster. Wenn du mal ein starkes Monster draußen hattest, dann musstest du das beschützen. Wenn du das beschützen konntest, hast du meistens gewonnen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt mühsam einen blauäugigen Ultradrachen aufs Feld gestellt, indem ihr wirklich noch die drei Drachen fusioniert habt. Oder ihr habt sogar drei von den Drachen auf dem Feld, was ja auch super ist. Und da kommt eine Cyberdose. Völlig nutzlos und killt euch mal das ganze Feld, das ihr euch mühsam aufgebaut habt. Es ist nachher sehr, sehr schwierig, wieder ins Spiel reinzufinden. Zumindest war es das damals. Heute sieht die Sache anders aus. Wir spielen nicht mehr auf diese großen, riesen Monster, die einfach über alles rüberrennen, sondern wir spielen vielmehr mit kleinen Monstern, die Vorteil generieren und die extrem schnell gespecialt werden können. Und demnach sind dann auch die Monster von Cyberdose, die man zerstört, nicht ganz so dramatisch, wie das früher vielleicht war. Ich muss aber trotzdem anmerken, dass die Karte, die hat nach wie vor immenses Potenzial als Antikarte. Stellt euch mal Necros vor. Was spielt Necros für Monster, die man als Spezialbeschwörung durch Cyberdose spielen könnte? Das wäre zum einen die Manju und Senju, also die beiden Sucherkarten. Shurit, Jin, ja, und ich glaube, das war es eigentlich schon. Alles andere sind Ritualkarten, die man nicht specialen kann, die man dann aber auf der Hand hat. Ihr zieht 5 Karten nach und könnt dann beispielsweise Brian Eck abwerfen, nochmal suchen, könnt die Ritualkarten aktivieren. Es ist auch da, es ist super, aber es ist nicht so, dass man da dann das Feld wieder voll kriegt. Also es ist schon keine schlechte Karte gegen Necros. Man könnte wirklich Cyberdose flippen, dann seine eigenen Monster specialen und angreifen für Game. Die Karte ist echt verwüsterisch. Ein sehr, sehr starker Effekt. Und ich bin schon der Meinung, dass es gerechtfertigt ist, dass man sie auf der Liste lässt. Man kann es vielleicht mal versuchen, sie für ein Format zurückzubringen. Ich bin aber nicht wirklich überzeugt davon. Also wenn ich das entscheiden müsste, ich würde sie verboten lassen. Denn wie gesagt, ihr müsst sie nur setten, ihr macht Plus ohne Ende. Wenn ihr das richtige Deck spielt, habt ihr sowieso noch ein Feld voller Monster. Und ja, es ist einfach sehr, sehr unausgeglichen, das Ganze. Könnte sie zurückkommen? Ist eine gute Frage. Wir haben das in letzter Zeit mit vielen Karten gesehen, von denen ich ursprünglich gesagt hätte, die kommen auf gar keinen Fall zurück. Crush Card, Raigeki, Blackluster Soldier, Ring of Destruction, die kamen alle zurück, teils mit Errata, die Karte völlig versaut hat, aber sie kamen zurück. Kann das mit Cyberkrug auch passieren? Ich glaube, nein. Ich wüsste nicht, was man am Text umändern könnte, damit sie weniger stark ist und trotzdem noch gespielt werden kann, wie das beispielsweise mit Crush Card der Fall war oder mit der Ring of Destruction, die ja auch noch okay sind. Aber Cyberdose, da ist für mich nicht wirklich Spielraum für sowas. Also ich denke nicht, dass wir sie in den nächsten 2-3 Formaten zurückkommen sehen werden, aber das liegt natürlich bei Konami. So, und jetzt mal eine Frage an euch. Was haltet ihr von Cyberdose? Würdet ihr sagen, ist ein Monster, das ist viel zu stark fürs Spiel, lasst das auf der Bannedlist, kommt bloß nicht mit dem zurück, ich will das gar nicht sehen. Oder seid ihr auf dem Lager, ja, es ist ein interessantes Monster, es kann viele Karten zerstören. Kleinere Decks wie beispielsweise Rockstun haben
bessere Chancen damit. Bringt die Karte doch zurück. Was ist eure Meinung dazu? Soll Cyberdose zurückkommen oder soll sie weiterhin verboten bleiben? Gebt doch eure Stimme in die Kommis und sagt mir, was haltet ihr davon? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Damit sind wir auch schon mal am Ende dieser Episode von Kaiba klärt auf. Und in der nächsten Folge werden wir uns wieder mal eine verbotene Karte suchen, die wir uns dann anschauen werden und uns die gleichen Fragen stellen. Könnte sie zurückkommen? Ist es gerechtfertigt, dass sie verboten ist? Wieso ist sie eigentlich verboten? Und die Karte, die wir dann anschauen, wird Cyberstein sein. Ein weiteres Cybermonster. Auch wieder ein finsteres Monster mit wenig Angriffspunkten, aber einem umso stärkeren Effekt. Das wird wirklich sehr interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und wie gesagt, schreibt eure Meinungen zur Cyberdose. Ich sage jedes Mal Cyberkrug, ich weiß auch nicht. Zur Cyberdose in die Kommis rein und teilt uns mit. Würdet ihr sie, wenn ihr das entscheiden könntet, wieder von der Liste streichen oder soll sie da bitte draufbleiben? Das war's für dieses Mal von Kaiba klärt auf. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao Leute.